Wenn es irgendwo ein Verbrechen gibt in Gotham City, dann ist Batman wieder da. Und in diesem Fall bin ich Batman, Leute. Agit Kabel war bei Casey Rebel zu Gast und da haben die darüber gesprochen, wer ist besser, Mike Tyson oder Muhammad Ali. Natürlich muss ich mich dann wieder einmischen, obwohl ich Agit Kabel sehr, sehr respektiere und ich ein großer Fan von ihm bin. Und natürlich respektiere ich auch seine Meinung. Er kann diese Meinung vertreten, trotzdem muss ich da reingrätschen und trotzdem meine Meinung dazu sagen, warum Muhammad Ali auf jeden Fall der bessere Fighter ist. Und ich denke, einige Punkte werden zur Seite geschoben und man denkt nur eindimensional über diese Sachen nach. Lass uns erstmal zusammen gucken, was Agit Kabel gesagt hat und dann gebe ich meine Meinung dazu ab. Es wird sehr, sehr interessant. Bleib zum Ende dran. Also, let's go. Bro, guck mal, das ist immer das große... Waren die überhaupt in derselben Gewichtsklasse? Ja. Die waren in derselben. Klar, die waren in derselben, beide, ne? Schwergewicht. Aber ich sage halt, guck mal, Muhammad Ali war in seiner Zeit, was er gemacht hat für den Sport und was er auch menschlich geleistet hat, in einer ganz anderen Stellenwert wie Mike Tyson. Ja. Weißt du, dass er überhaupt sich in so einer schweren Zeit so krass durchgeboxt hat, wo überlegt man diese Rassismusprobleme, ja, ja. Wo auch wegen seinem also Islamprobleme, da wurde genau. Dafür, ja, war wirklich problematisch für ihn. Nichtsdestotrotz hat er so krasse Sachen geleistet, ne? Das darf man nicht vergessen. Mike Tyson war wirklich absolut einfach eine Maschine. Der hat das die stimmt, Leute, ja. Kaputt geprügelt, weißt du? Boxerisch war ihm wirklich... Boxerisch Mike Tyson, oder? Ja, nur boxerisch. Wenn wir nur vom, ja, Boxerischen genau. Gehen, ist Mike Tyson. Genau. Aber wenn man Legacy geht, Muhammad Ali ganz... Er sagt, Legacy-technisch ist Muhammad Ali vorne, aber was die Boxtechnik betrifft und rein boxerisch ist Mike Tyson der bessere Boxer gewesen. Ich habe mir einige Punkte aufgeschrieben, was einen guten Boxer ausmacht und die werden wir zusammen nach und nach angehen, wer wirklich der bessere Boxer war, ob es Mike Tyson oder Ali war. Der erste Punkt, auf den ich eingehen muss, ist Power. In diesem Fall sehe ich natürlich Mike Tyson vorne. Ich denke, Mike Tyson hat auf jeden Fall mehr Power gehabt wie Muhammad Ali. Bei Mike Tyson hat man auch gesehen, am Anfang seiner Karriere von Mike Tyson haben wir gesehen, dass er die Leute zwischen erste und dritte Runde alle Knockout geschickt hat. Mike Tyson war unnormal stark und seine Haken waren einfach der Todesstoß. Aus dem Grund gehört Mike Tyson zu den stärksten Puncher aller Zeiten, was man von einem Muhammad Ali auf jeden Fall nicht sagen kann. Muhammad Ali hat natürlich auch sehr berühmte Knockouts hinter sich, wie zum Beispiel gegen Sonny Liston im zweiten Fight oder gegen George Foreman, den er dann in der 8. Runde ausgenockt hat. Aber die meisten Kämpfe von Muhammad Ali gingen auf volle Distanz und er hat immer zwischen 12 bis 15 Runden gekämpft. Aus diesem Grund muss ich auf jeden Fall sagen, dass Mike Tyson natürlich der stärkere Fighter war. Der zweite Punkt, Footwork. Wer hatte den besseren Footwork gehabt? Meiner Meinung nach stehen die bei dieser Sache ungefähr gleich auf. Mike Tyson, sein Peekaboo-Style war einfach unnormal krass. Castellamato hat das krass entwickelt und damit hat Mike Tyson auf jeden Fall jeden schlafen geschickt und er war auch immer der kleinere Mann, er musste in den Infight gehen und dafür hat er auch einen unnormalen Footwork gebraucht, seinen Winkelwechsel und sein Switch und dass er von Orthodox auf Southpaw gegangen ist, um dann noch besser punchen zu können, da war Mike Tyson einzigartig. Was man aber über Muhammad Ali sagen muss ist, als er damals gegen Cleveland gekämpft hat, er war derjenige, der die ganze Zeit rumgejumpt ist und er hat was Neues in die Boxgame reingebracht, so wie er ist noch keiner rumgejumpt in dem Ring und sein Ali-Shuffle ist auch sehr, sehr bekannt, also muss ich auf jeden Fall auch sagen, dass Muhammad Ali auch einen unnormalen Footwork hatte. Also in diesem Fall würde ich auf jeden Fall den Punkt an beide geben. Also in dem Fall würde ich jetzt sagen, dass es 2-1 heißt. Dann kommen wir zu Fight IQ. Wer hatte den besseren Fight IQ gehabt? Gehen wir auf einige Punkte ein. Mike Tyson, seine Fight IQ war meiner Meinung nach nicht sonderlich krass, weil er hat die meisten Kämpfe immer durch gleiche Art und Weise gewonnen. Und wenn er in den ersten Runden seinen Gegner nicht auslocken konnte, wurde das ein bisschen schwierig für Mike Tyson. Laut Teddy Atlas hat er auch nie einen Weg gefunden, um den Gegner zu schlagen, wenn er Gegendruck bekommen hat. Zum Beispiel, das haben wir gesehen in den zwei Fights gegen Evander Holyfield. Das haben wir gegen Buster Douglas gesehen und das haben wir auch gegen Lennox Lewis gesehen. Wenn man meine fragt, hat Mike Tyson eigentlich immer gleich gekämpft und wenn er damit nicht erfolgreich war, war er einfach nicht der schlauste Boxer. Kommen wir zu Muhammad Ali. Muhammad Ali war, was Fight IQ betrifft, einer der schlauesten Boxer aller Zeiten. Er hat immer einen Weg gefunden zu gewinnen und wenn er in den ersten Runden hinten lag, hat er immer einen Weg gefunden, den Gegner zu besiegen und auch nicht in seiner Primetime. Als er damals Sonny Liston besiegt hat, war das die Sensation und keiner hat wirklich geglaubt, dass Muhammad Ali eine Chance hat gegen Sonny Liston, weil Sonny Liston in dem Moment der stärkste überhaupt war und der beste Boxer zu seiner Zeit. Muhammad Ali hat einen Weg gefunden, ihn zu besiegen. Im zweiten Fight genauso. Man kennt auch den berühmt-berüchtigten Phantom Punch. Damals hat jeder gesagt, dass Sonny Liston extra zu Boden gefallen ist, weil er mit der Mafia kollaboriert hat und die wollten, dass er verliert, dass sie dann gut Geld absahen. Deswegen war auch Muhammad Ali sehr, sehr sauer und hat ihn ganze Zeit gesagt, steh auf, stand up, stand up. Hat er aber nicht gemacht und dadurch hat Muhammad Ali gegen ihn gewonnen. Muhammad Ali hat gegen Joe Frazier im ersten Kampf verloren, aber danach hat er zwei weitere Kämpfe gegen ihn gehabt und da hat er wieder einen Weg gefunden, die zwei Fights danach für sich zu entscheiden. Im Ken Norton-Fall war es ungefähr gleich. Er hat gegen Ken Norton verloren und hat auch wirklich gedacht, dass er niemals gegen ihn gewinnen wird. Da hat er auch sogar George Foreman angerufen und hat gesagt, George, bitte komm zurück, du bist der Einzige, der Ken Norton besiegen kann. Aber George Foreman damals ging dann zur Rente und wollte nicht mehr weiterkämpfen. Trotzdem hat Muhammad Ali irgendwie mit seinem Team herausbekommen, wie er gegen Ken Norton gewinnen kann und er hat die weiteren zwei Fights wieder für sich entschieden und damit hat er auch wieder seine Rematches gut gemacht. Dann kommen wir zu George Foreman. Muhammad Ali war 3 Jahre lang weg und dann kam er wieder zurück. Er wollte dann unbedingt gegen George Foreman kämpfen, hat auch den Kampf gegen George Foreman bekommen. Kein Mensch hat daran geglaubt, dass Muhammad Ali jemals gewinnen wird, nicht mal seine eigene Ecke und seine eigenen Coaches. Dazu kann ich eine Dokumentation empfehlen, da spielt sich Muhammad Ali selber. Die Dokumentation heißt The Greatest und kann man auf
Apple TV sich anschauen. Es gibt einmal eine Doku darüber und einmal auch einen Film. Muhammad Ali hing 7 Runden lang an den Seilen und seine eigene Ecke hat jedes Mal gesagt, Ali, du musst da raus, du musst da raus, du kriegst ganze Zeit nur Schläge. Muhammad Ali auf seine Ecke nicht gehört und hat gesagt, ich weiß schon, was ich tue, haltet alle die Klappen. In der 8. Runde hat er gemerkt, dass George Foreman nichts mehr zu bieten hatte. Darüber hat auch George Foreman mehrfach geredet, dass er wirklich nichts mehr zu bieten hatte und da hat Muhammad Ali ihn einfach ausgenommen. Die haben auch Muhammad Ali gefragt, ey, du hättest ihm sogar noch einen Punch geben können, warum hast du es nicht getan? Dann hat Muhammad Ali gesagt, ich habe gesehen, er hatte genug. In diesem Fall sehen wir auch, dass er nicht in seiner Primetime den Typ, der in seiner Primetime war, der ungeschlagen war, der Joe Frazier, der Ken Norton besiegt hat, einfach ausgenockt hat, einfach nur durch Fight IQ. In diesem Fall ist Muhammad Ali natürlich Mike Tyson weit voraus, was Fight IQ betrifft. Kommen wir zu Nehmerqualitäten. Wie viel konnte Muhammad Ali einstecken, Leute? Das ist doch unnormal. In seiner ganzen Karriere, der Typ hat so viel eingesteckt und ist noch nie in seiner Profilaufbahn K.O. gegangen. Es gab nur einen Kampf, wo er fast K.O. gegangen ist. Das war gegen Larry Holmes. Er kam zurück von der Rente. Er hatte schon Parkinson gehabt, aber keiner wusste, was Parkinson ist. Er hat erst 1984 die Diagnose dafür bekommen und da hat er gegen Larry Holmes gekämpft. Kein Arzt heutzutage hätte das natürlich erlaubt. In diesem Kampf sieht man, wie Muhammad Ali einfach auf die Fresse bekommt und unnormal Schläge kassiert. 10 Runden lang. Er geht trotzdem nicht K.O., bis seine eigene Ecke sagt, wir können das nicht mehr gewährleisten und Ali einfach aus dem Kampf nehmen. Und in diesem Kampf gab es eine Corner Stoppage. Selbst da ist aber Muhammad Ali nicht K.O. gegangen. Muhammad Ali hat im Joe Frazier Kampf so einen Haken bekommen, dass er zu Boden gefallen ist und trotzdem wieder aufgestanden ist. Er ist in seiner ganzen Karriere noch nie Knockout gegangen und sein Kinn ist nach wie vor bis heute bei allen Boxern legendär. Kommen wir zu Mike Tyson. Mike Tyson ist mehrfach K.O. gegangen. Er hatte nicht die besten Nehmerqualitäten gehabt und ist damals gegen Buster Douglas zum ersten Mal K.O. gegangen. Im Kampf gegen Evander Holyfield ist er TKO gegangen und im zweiten Kampf gegen Evander Holyfield ist er so ungeduldig geworden, weil er natürlich hier und da vielleicht auch Headbutts bekommen hat, aber auch nicht wusste, was er gegen Evander Holyfield machen soll und da ist er sogar DQ gegangen. Gegen Lennox Lewis ist er wieder K.O. gegangen und in seinen weiteren 2 Fights ist er auch TKO und K.O. gegangen. Man muss auf jeden Fall sagen, was Nehmerqualitäten betrifft, hat nichts mit Mike Tyson zu tun, kann eigentlich so gut wie keiner Muhammad Ali das Wasser reichen. Kommen wir zu Kämpferherz. Muhammad Ali hat niemals in seiner Karriere aufgegeben, Leute. Er wollte nicht aufgeben, hat die meisten Fights für sich entschieden, hat immer einen Weg rausgefunden, haben wir schon gesagt. Guckt euch den Kampf gegen Joe Frazier 1 an. Leute, unnormal, so viel Dresche wie Muhammad Ali in diesem Kampf kassiert, hat er in seiner ganzen Karriere nicht kassiert, trotzdem hat er in diesem Fall nicht aufgegeben. Viele andere Boxer hätten aufgegeben. Man sieht auch im Kampf gegen Leon Spinks, dass er verliert und dass er dann unbedingt sein Rematch wollte, hat auch sein Rematch bekommen und hat dann gegen Leon Spinks gewonnen. Und da sehen wir auch, was für ein Kämpfer jetzt Muhammad Ali hatte, selbst wenn er nicht in seiner Prime war, wollte er unbedingt kämpfen. Es gibt auch ein berühmtes Interview, wo Mike Tyson über den Kampf spricht, Larry Holmes gegen Muhammad Ali. Da wird er sogar sehr, sehr emotional. Lasst uns mal zusammen anschauen. Da seht ihr auch selber, wie was Mike Tyson über Muhammad Alis Kämpferherz und Nehmerqualitäten sagt. Als wir sahen, wie Ali als alter Mann verprügelt wurde, selbst als ich ein kleines Kind war, würde er nicht aufgeben. Du musst ihn töten. Er wird nicht aufgeben. Sogar er wurde jede Runde verprügelt und von Larry Holmes verprügelt. Und er sagte, Champion, nein. Komm schon, lass mich raus, komm raus. Sie wollten nicht aufhören. Er musste dort oben bleiben und die Schläge wie ein Mann einstecken. Er wollte nicht aufgeben. Und die Art und Weise, wie ich einen solchen Kerl so sehr respektiere, ich habe so viel Bewunderung für so einen Kerl, aber es ist einfach nicht richtig, als Mensch so zu sein. Sag einfach, dass es vorbei ist. Ich komme zurück und kämpfe an einem anderen Tag, sonst hast du mich. Und hör zu, ich denke immer, dass ich ein schlechter Motherfucker bin, ein bösartiger Motherfucker. Das ist mir scheißegal, aber das ist ein Teil von Ali. Das ist der Punkt, an dem er mich in den Schatten stellt, weil ich einen Mann nicht verstehen kann, der bereit ist, dafür wirklich zu sterben. Und ich rede diesen Scheiß, aber er ist der einzig Wahre. Warum macht es sie emotional? Geht es um ihn oder um die Beziehung zu dir? Ich fick mich. Ali ist ein Riese. Es gibt keine Möglichkeit, dass die anderen mit ihm mithalten können. Er wird für diese Scheiße sterben. Er wird sterben. Ich werde dafür nicht sterben. Mike, du bist so ein guter Kerl. Das ist echtes Gerede. Ali ist ein Wilder. Er ist ein Tier. Sie ist eine andere Art von Person. Es ist nicht wie bei uns. Wer hat mehr erreicht von beiden? Beide hatten eine 3-jährige Unterbrechung gehabt. Mike Tyson hat im Knast weiterhin trainiert, aber nicht Boxen, sondern Fitness hat er gemacht. Deswegen kam er auch mit einem Sixpack raus. Und in vielen Dokumentationen und Berichten hat man mitbekommen von Freunden und Bekannten von Muhammad Ali, dass Muhammad Ali nicht trainiert hat, als er 3 Jahre nicht kämpfen durfte. Er war einfach hier und da auf Seminare und hat einfach mit den Leuten über Politik, über seine Hautfarbe und über die Religion geredet. Muhammad Ali ist der erste 3-fache Heavyweight Champion. Er ist 2-mal undisputed. Muhammad Ali kam zurück und konnte trotzdem erfolgreich sein in seiner Nicht-Primetime und konnte sich den Gürtel wieder schnappen und mehrfach verteidigen. Mike Tyson kam zurück
zurück und wurde nie wieder der Undisputed Champion. Trotzdem wurde er wieder WBC Schwergewicht Champion. Gegen Frank Bruno hatte der gewonnen gehabt. Dann hat er nochmal gewonnen, hat den WBA Championship gewonnen. Und dann hat er schon gegen Evander Holyfield gekämpft. Und da hat er verloren. Dann nochmal verloren. Und dann hat er gegen Lennox Lewis verloren. Die weiteren zwei Fights hat er auch verloren. Von Resümee her gesehen, kann er ein Muhammad Ali wieder das Wasser erreichen. Muhammad Ali war mehr als 10 Jahre lang der Champion. Er hat alles erreicht, was er erreichen muss. Und die meisten Leute, die sagen, dass Mike Tyson nach dem Knast nichts mehr erreicht hat, war, weil er nicht mehr in seiner Prime war und im Knast war. Das ist auch ein Punkt. Das spricht eigentlich wieder dafür, dass Muhammad Ali der bessere Mann war. Warum? Weil als Muhammad Ali wieder zurückgekommen ist, war er auch nicht mehr in seiner Prime. Trotzdem war er erfolgreich wie nie zuvor. Was ich damit sagen will, ist, dass ein Boxer auch nicht in seiner Primetime erfolgreich sein muss und einen Weg finden muss. Aber Mike Tyson hatte nie Kämpferherz gehabt, Leute. Es ist traurig zu sagen, aber es ist leider so gewesen. Seine letzten zwei Fights gibt er einfach sogar mitten im Kampf auf und sagt sogar, ich habe keinen Bock mehr zu kämpfen. Seit den 90ern will ich nicht mehr kämpfen. Und bleibt einfach auf dem Boden und geht einfach TKO. Das hätte man bei Muhammad Ali nie gesehen. Rechnen wir mal die ganzen Punkte zusammen. Muhammad Ali gewinnt haushoch gegen Mike Tyson, weil er einfach mindset-technisch bessere Mann war. Er hatte bessere Fight-IQ, er hatte bessere Nehmerqualitäten, er hatte mehr Kämpferherz. Sein Speed war auf dem gleichen Niveau, meiner Meinung nach. Sein Footwork war auf dem gleichen Niveau. Das ist meine ehrliche Meinung dazu, Leute. Und wenn ich einen Agit Kabael fragen würde, er würde mit mir 100% übereinstimmen, was diese Punkte betrifft. Schreibt ihr mal eure Meinung in die Kommentare. Denkt ihr, ich habe recht mit meinen Punkten und denkt ihr, die Analyse ist gerechtfertigt? Weil ich finde das einfach unfair, dass man Mike Tyson seine Stärken rausnimmt und seine Schwächen immer beiseite lässt und dann sagt, dass er der bessere Boxer war. Aber ein Boxer muss auch hier stimmen. Sogar im besten Fall muss er hier stimmen und es kann sogar sein, dass sein Talent nicht so krass ist wie von Mike Tyson. Trotzdem kann er der bessere Boxer sein, weil nicht Talent spielt eine Rolle, weil nicht Talent bringt dich zum Erfolg, sondern Disziplin und Kämpferherz und Mindset. Und in diesen Punkten war Mike Tyson nie der Beste gewesen. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder das Fight Hunt ist. Ich hoffe, Agit Kabael guckt sich das an. Dankeschön.